Heimspiel des 1. FC Saarbrücken, Derby gegen Elversberg. Hier kommen nicht nur tausende Fans zusammen, viele sind auch beruflich eingespannt. Wir blicken hinter die Kulissen und begleiten einen Haustechniker des Stadions, eine FCS-Anhängerin, die Fanartikel verkauft, einen Polizeibeamten, der die Fans im Auge hat, den Caterer, der schnell Hunger und Durst von Tausenden stillen muss, und den Radioreporter des Saarländischen Rundfunks. Die macht man schon ein paar Kilometer. Wenn man morgens um 8 Uhr anfängt, hat man um 10 schon seit 10.000 Schritte voll. Aber mein Gott, das halb fit. Alles vorbei, es gibt so frisch gezapptes. Servus. Servus. Alter, zwei Außenanlagen. Zusätzlich. Alter, geht halt Bier weg. Palumbo ist einer von drei Hausmeistern im Ludwigsparkstadion. Man hat immer ein offenes Auge, guckt, dass nichts ins Stadion kommt, was hier nicht reingehört. Jo. Schließer kann man es auch nennen. Man lässt Leute rein, lässt sie wieder raus. Verwaltet die ganzen Firmen, die hier ihre Arbeiten tätigen und kontrolliert das Ganze. Seit 6 Jahren ist das Fußballstadion sein Arbeitsplatz. Eine Zeitungsannonce verschaffte ihm den Traumjob. Palumbo ist gelernter Kfz-Mechaniker. Er springt ein, wenn Bedarf ist. Hi Andy. Ja, hi Salva. So, wie sieht's aus? Gibt's also irgendwelche Probleme? Abluft vom Kiosk Südost läuft jetzt. Könnte ich jetzt eventuell noch irgendwo die Lüftung in der Nord checken? Quasi Toilettenanlage Nord. Lüftung läuft. Ja, durch die Lüftung wird das eigentlich immer neutralisiert. Da kommen erst gar keine Gerüche auf. Der Schlüssel passt doch, gell? Ah, natürlich. Nächste Station, Notstromaggregat, zusammen mit Hausmeisterkollege Sascha Escher. Außen ist noch genug drin. Halt im Falle eines Falles, dass der Strom von außen halt weggeht. Und dann springt er hier direkt zu. Da ist alles an. Da ist alles trocken. Guck mal da bei dir. Schau, ob hier die Flüssigkeit alles klar ist. Wenn der Verein gewinnt oder verliert, ist das für mich emotionslos. Ich bin hier, weil es deine Arbeit ist. Und, ja, ich gucke mir das Spiel dann natürlich auch an, aber so, dass ich mich jetzt sehr für Fußball interessiere, ist der Fall. Ganz anders bei Kollege Palumbo. Ein Tag im Stadion fühlt sich für ihn nicht wie Arbeit an. Ich könnte jetzt was sagen, aber das sagt mein Chef, ach, dann brauchst du auch nicht die nächste Lohngruppe. Einfach nur das Gefühl, aus Saarbrücken zu sein. Wenn man hier groß wird, sollte man auch hier in dem Verein sein. Auf dem Ü-Wagen-Stellplatz vor dem Stadion gibt es ein Problem. Der große Fernsehübertragungswagen des Pay-TV-Anbieters fehlt. Der kleinere vom SR ist zwar schon da, aber der Platz für den großen ist leer. Okay, also unser Ü-Wagen steckt in der Vollsperrung fest. Seit heute Nacht 1 Uhr. Es wird noch etwas dauern. Wir haben noch einen zweiten Ü-Wagen losgeschickt. Also ich denke mal, vor 11 wird kein Ü-Wagen da sein. Ohne Ü-Wagen können wir nicht aufbauen. Das heißt, die Kameras, das ganze Equipment ist im Ü-Wagen. Und entsprechend müssen wir jetzt warten, bis irgendwas da ist, dass wir arbeiten können. Sie arbeitet schon Stunden vor dem Anpfiff. Renate Stein, es Renate, 80 Jahre alt, Fanartikelverkäuferin. Der muss knallen. Dann machen wir da das Ding. Ist aber keiner Zeit. Und dann machen wir es so queren. Ja. Quer ist immer gut. Beim Derby laufen die Geschäfte meist gut. Da ist noch ein Auto. Zwei Autos. Ein Auto reicht halt nicht. Vor der Sportklause auf dem Rodenhof hat sie ihren Stand aufgebaut. Alles für die Liebe zum Verein machen wir das. Gell, Tanja? Genau so. Die Liebe zum Verein. Der ist besser wie mein Mann gewesen. Der FC zu mir. Der FC hat mich immer verstanden, halt noch nur mein Mann nicht. Hier ist immer viel zu tun, weil die treffen sich fast alle vor dem Spiel. Sammelplatz, Bierchen essen, Bier trinken. Dann startet die 20:20, geht's dann ab da runter. Und das da ist im Moment der Knaller. Im Winter
das ist im Moment ja der Der Knaller im Winter, Fischerhütchen. Ging das Ding so? Der Knaller. Das ist die Legende, glaube ich, beim FC. Wer es Renate nicht kennt, hat die Welt verpennt. Also wenn so viele Leute nicht kennen... Er macht den Daumen hoch. Das stimmt. Ja, das stimmt. Wenn viele Leute... nicht wissen, hört sich blöd an, wer alles die Spieler heißt, aber wer es Renate ist, das wissen sie. Ja. FCS, du Geiler. Saarbrücke, du Geiler. Das ist mein Schal. Ich hole den doch. In XL. 44,95 € bitte. Ist Dank. Gut so für dich. Danke. Hi, Willem. Renate kennt jeden und jeder kennt Renate. Die Fans sind wie ihre Familie. Für alle hat sie ein offenes Ohr und ein gutes Wort. Geht gut. Moin, mein Gutes. Moin, geht's euch an? Schön, ich muss zu sehen nochmal. Hi. Hi, und? Geht's gut? Man sieht sich gar nicht mehr. Es geht längst nicht nur um Schals, Trikots und Mützen. Es wird über alles geredet. Eheprobleme, Kindergeburtstage, Kinderkriegen, Fremdgehen, alles. 15 Euro. Kannst du gucken, egal welcher. Da steht die Geiler. Da bringe du Geiler. Die sind noch neu. Ich begrüße euch im Grunde genommen zum Saarderby. Altbekannt, 1. FC Saarbrücken gegen Elversberg. Zum ersten Mal der Ludwigspark fast ausverkauft. Wir erwarten ca. 15.500 Zuschauer. Nein, nein. 10.30 Uhr, Lagebesprechung bei der Polizei. Mit dabei Dirk Zeddis, besser bekannt als De Schnapper. So, Schnapper, kriegst du jetzt das Mikro da? Dirk Zeddis ist ein sogenannter szenekundiger Beamter und selbst glühender Anhänger des 1. FCS. Das ist meine Kutte, die ich irgendwann mal anziehen darf. Weil bevor ich zur Polizei gegangen bin, stand ich selbst im D-Block. Und dann irgendwann haben wir dann gesagt, gut, ist jetzt nicht mehr so, aber die werde ich ab nächstem Jahr wieder anziehen. Da geht's nun mal los. Ja. Denn Dirk Zeddis wird dieses Jahr in den Ruhestand gehen, nach knapp 25 Jahren im Dienst beim Fußball. Aber noch ruft die Pflicht. Test, Test, 1-1-1-1-1-1-2. Funktioniert. Der Schnapper und Kollege Sören Mohm rechnen heute mit einem eher ruhigen Tag. Da erwarten wir eigentlich gar nichts. Die sind teilweise befreundet untereinander, gehen sich auch gegenseitig besuchen bei den Spielen. Man freut sich auch auf das Derby. Und wenn wir jetzt noch gewinnen, dann freuen wir Saarbrücker uns noch mehr. Das sind sie, ne? Ja. Hier ist Tümmler 2 mit einer Durchsage. Unsere Ultras treffen sich jetzt auf dem St. Johanna Markt am Brunnen. Circa 50 bis 80 Personen. 5 Personen der Kat C und 40 Personen der Kat Bertha. So, und da ist schon die Sportklausel. Da hinter der kleinen Stand, das blau-schwarze, das ist die Renate, die hat schon aufgebaut. Nach knapp 25 Jahren im Fußballdienst ist der Schnapper bekannt wie ein bunter Hund. Der neue Tatort-Kommissar. Leg mich im Arsch. Ich glaube, ich habe den Arsch auf, oder was? Ja, jetzt lachst du, ne? Es wäre Zeit, wenn du dich mal bewirbst. Also hier ist es sehr, sehr herzlich. Da ist auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, haben wir da aufgebaut. Die kommen auch, wenn sie was haben. Ich gehe auch mal hin, wenn ich was habe. Und die wissen auch genau, wenn sie sich halt nicht so verhalten, wie wir das gerne hätten, dann gibt's was auf die Finger. Nein, ich bin nur der 1-0 Langmann. Recht. Und nur so schöner dreckiger Elfmeter. Genau, so schöner dreckiger Elfmeter. Er ist der Mann für Wurst und Bier. Stefan Kinn und sein Team müssen 16.000 Fans versorgen. Wir haben heute eine frühe Stadionöffnung. Das wird noch relativ gesittet ablaufen. Problematisch wird's, wenn wirklich innerhalb von einer Viertelstunde in der Halbzeit alle irgendwie noch ihre Wurst haben wollen oder das Bier auffüllen wollen. Den größten Ansturm erwartet das Team in der Fankurve Virage Est. Hier natürlich ultra wichtig für die Fans, die beiden Oststände. Deshalb, die sind auch, wie ihr seht, schon am weitesten vorbereitet eigentlich. Guten Morgen. Hallo.
So, Moment, wenn ihr auf den Grill schaut, die sind noch relativ hell. Wir grillen ja jetzt vor, damit es nachher noch ein bisschen schneller geht. Dann wird die einfach nur noch schnell warm gemacht und kann dann direkt raus zum Kunden quasi. Das ist so das, was jetzt hier noch in den letzten Minuten passiert. Deshalb nachher sehen sie ein bisschen schöner aus auf jeden Fall. Inzwischen werden auch die letzten Teammitglieder akkreditiert. 155 Personen arbeiten heute in den Ständen. Für manche ist es das erste Mal. Dankeschön. Eine Freundin von mir hat mir das empfohlen. Das ist ein Nebenjob einfach nur. Ja, ich komme aus der Gastronomie und ja, einfach ein bisschen Abwechslung, ein bisschen neue Leute kennenlernen. Weiter geht's in den Katakomben des Stadions. Sagen wir, zum Anfang der Saison kriege ich immer Gänsehaut. Mittlerweile geht's. Einer der wenigen FCS-Fans, der die Umkleide der Spieler betreten darf. Man kennt sich. Wenn die Spieler hier sind, das sind alles coole Jungs, ganz normal. Und man hat so seinen Spaß. Man klatscht mal ab, gratuliert oder sagt, gutes Spiel, oder Mund abwische, das nächste Mal wird es besser. Dann ist das auch schon wieder okay. Oh, das ist mein neues Stadion. Ich weiß, das ist ja immer mit, du hast ja immer deine FC-Hasser. Da geht es ja auch immer darum, wie viel Geld wird hier verschwendet. Aber im Prinzip lockt auch unser Stadion hier die ganze Menschen. Das ist unser Herz. Dann, da hast du die Eckfähnchen. Dankeschön. 2 Stunden vor Anpfiff. Letzte Arbeiten auf dem Rasen. Man hilft sich gegeneinander. Dementsprechend entstehen Freundschaften. So ist das. In der Leve. Ferizzi Fidan ist der Platzwart des 1. FC Saarbrücken. Ohne ihn ist kein Spielbetrieb möglich. Er bessert Löcher aus, richtet die Tore und zieht die Linien. Ich mache das auf Freitags. Gestern habe ich schon einmal gemacht. Und manchmal, wenn es regnet, dann sind die weg. Dann muss ich halt Samstag noch einmal spielen. Die Arbeit ist getan. Während des Spiels überwachen seine beiden Kollegen das Geschehen und rücken bei Problemen aus. Um 1 Uhr noch die Flutlichter und die Netzersatzanlage. Aber wie gesagt, erst 1/2 Stunde vor Spielbeginn. Das ist ja dein Ding. Ich bin jetzt soweit fertig. Genau, genau. Und bereite mich auf mein Spiel vor. Genau, alles klar. Cool, danke. Und das heißt für Palumbo, ab in die Fanzone. Jetzt geht der Spieltag richtig los. Gutes Spiel. Um 11 Uhr ist zumindest der Satellitenablink für den großen Ü-Wagen da. Beim Saarländischen Rundfunk hingegen Entspannung. Die Helfer bringen eigenes Equipment ins Stadion. Aber vom Pay-TV-Ü-Wagen, der das Spiel übertragen soll, keine Spur. Kann der SR helfen? Ja, also das wird eng. Also ich frage jetzt mal, dass wir die Kameras kriegen. Also wir bräuchten eine Führungskamera, eine fürs Studio und die dritte müssten wir halt mit unserem Regisseur absprechen. Klär das mal, sag mir Bescheid. Doch zuerst muss die Verantwortung geklärt werden. Der SR stellt Kabeltrommeln für 2 der 6 Übertragungskameras. Mehr ist nicht frei, denn die Kabel werden für die Moderation und Interviews der eigenen Sendung gebraucht. Um 11.30 Uhr kommt Thomas Wollscheid ins Stadion. Er ist heute der Hörfunkreporter. 12.35 Uhr ist er frei. Um 13.10 Uhr bei SA1. Ja, so, deshalb wäre es ganz gut, wenn die beiden Ü-Wagen verkoppelt werden. Das machen wir jetzt, ja. 12.15 Uhr, der Ersatz-Ü-Wagen kommt an. Aber reicht die Zeit noch? Jetzt müssen wir 6 Kameras, 2 Stageboxen, Komplatz und alles aufbauen innerhalb von einer Dreiviertelstunde. Das heißt, lassen wir alle, inklusive Kameraleute, inklusive Regisseur, jeder greift jetzt mit an. Und das ist Teamwork. Während jetzt über 1000 Meter Kabel zu den Kameras und Mikros gezogen werden, läuft Thomas Wollscheid in Richtung Pressetribüne und checkt die Lage.
Rasen sieht gut aus. Hallo? Hallo. Ach, tiefenentspannt? Genau, noch. Nervös. Mit 15 schrieb er bereits für die Zeitung. Seit 2001 ist er beim SR, macht Beiträge, plant Sendungen und moderiert und weiß, worauf es ankommt. Hier ist mein Tee, ganz wichtig, wenn es kalt ist, damit das Kinn nicht eingefriert. Von meiner Frau liebevoll gekocht. Und hier meine Unterlagen, das, was ich nachher brauche. So, und mein Koffer ist auch ganz wichtig, den lege ich mir immer unter hier. Trauert er dem alten Ludwigsparkstadion noch hinterher? Du bist heute gerade auch in diesem Ludwigspark oder in Elversberg viel näher dran am Geschehen, als das früher war. Da waren ja das teilweise 100 Meter. Jetzt bist du direkt im Prinzip am Spielfeld. Und dann kommen auch ein paar Emotionen noch mehr. Und ich glaube, das merkt man dann schon. Ich merke also, wenn die Stimmung draußen entsprechend ist, dass du auch mehr mitgehst. Sollte vielleicht nicht so sein, ist aber so. Dann bist du ganz anders in diesem Flow drin. Zurück zu Renate Stein an die Sportklausel. Renate, hast du ordentlich einen Schal? Du bist ziemlich alt. Ja, will ich auch sagen. Ne? Sabrike, du Geiler, passt zu dir. Hendrik, um mich. Es gibt da im Mitte April nochmal. Ja. Die Geschäfte laufen heute sehr gut. Gegen Mittag sind die meisten Artikel bereits ausverkauft. Umarmungen und Küsse für Renates Schätzjahr gibt es weiterhin. Was ist dann? Bist du müde? Ist müde. Hast du nichts am Hals? Hast du warm genug? Wo hast du denn du eine schöne Jacke an? Das ist doch nichts Schönes. Alter Krumpel. Und da muss ich holen. Da, Lumo. Weste für die Tasche mit Stehkrage. Hallo, kostet auch 49,95. Du bist doch Rentner, du hast doch Geld. Stress haben wir nie. Nee, ne? Haben wir Stress? Jetzt tut sich so langsam alles leere Richtung Stadion, ne? Ich werde sie gerne rauchen, aber ich habe keine Feier. Und ich habe es verkauft. Hast du sie noch? Das verkauft meine Feier. Ich habe gedacht, wo sie mein Feier verkauft, dass das. Normalerweise stehen wir da bis kurz vor zwei. Aber heute gehen wir auch gucken. Das lasse ich meine Tolle. Nee. Da werde ich hier sterben, wenn du hinrappelst. Jeder heute Tasche, Kinder. Seien sie gut. Jeder heute Tasche ins Auto. Hopp, da rein. Jawohl. Georgi! Kurz vor Anpfiff ist die übrig gebliebene Ware im Auto verstaut. Gerade rechtzeitig laufen Renate und Tanja Jakobs im Stadion ein. Sie hat einen Stammplatz auf der Tribüne in der Nähe der Trainerbank, damit sie möglichst nah bei ihre Bube sein kann. Das ist die Natalia, wollte ich euch mal vorstellen. Die ist sowieso immer am Handy. Auch eine der wichtigsten Personen hier, hat hier die komplette Oberhand über den Bereich Nord. Geht jetzt besser heute? Ja. Okay. Kassenabsturz, Engpässe beim Personal oder beim Essen. Das Team hinter der Theke hat schon einiges erlebt. Aber bei jedem Spiel lernt das Team dazu. Auch seit anderthalb Jahren mittlerweile und dann ist man so auf alles vorbereitet. Deswegen bin ich auch so entspannt bei ausverkauften Stadion. Zurück im Fanblock. Weiße, Novi. Wir sind sehr gut beisammen. Ja? Ich denke, also ich habe jetzt viel mehr gerechnet. Ne? Es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Guck mal, die Fässer, die müssen da nochmal, die müssen wir halt wirklich immer direkt wegmachen, weil die können sich die ja holen und dann schmeißen die da runter, weißt du? Von den Fans haben wir hier einen viel höheren Bierkonsum als im Norden, wo wir eben waren. Also hier ist halt so die Hardcore-Fans, man sieht sie auch überall mit ihren Buttons auf den Jacken. Es ist halt sehr laut. Stefan Kinn kann sich heute sogar das Spiel anschauen. Man wächst hier in das Stadion einfach rein, das reißt einen mit auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, so vom saarländischen Fußball her, ja, mittlerweile ist man schon eher FC-Fan geworden. Guten Tag. Wo ist denn der Chef? Der Schnapper ist mittlerweile im Stadion angekommen. Das ist jetzt hier die Einsatzleitstelle. Und hier laufen alle Informationen von draußen, sei es Verkehr, sei es Aufklärung oder auch Eingriff, laufen hier zusammen. Und von hier aus werden auch dann gegebenenfalls Maßnahmen getroffen, die Fans oder auch Verkehr betreffen. Dann mischen sich die beiden Zivilpolizisten wieder unters Publikum. Sein Kollege arbeitet gerne mit dem Schnapper zusammen. Ist ein Typ alter Garde, alter Schule, aber genau das zeichnet ihn aus. Er ist sehr gut vernetzt, er kennt hier jeden und dementsprechend arbeitet er auch. Schätzelein. Für seinen Austausch mit den Fans hat der Schnapper sogar einen eigenen Begriff. Am Stopperiege. Am Stoppen riechen heißt, man sollte auch mal den Leuten zuhören, man sollte auch dann mal in die Szene reinhören von Grund auf. Und das hat sich dann so über die Jahre so geprägt. Das ist halt so meine Art, wie der Schnapper halt redet. Der Schnapper begleitet die FCS-Fans auch zu den Auswärtsspielen. Pauschale Urteile über Fußballfans, davon hält er nichts. Was die Jungs auf sich nehmen, die Auswärtsfahrten freinehmen, die Busfahrten zu organisieren, das ist schon was. Und deswegen so das Pauschalisieren, alles pöbelnde Volk, da wehre ich mich entschieden dagegen. Da sind richtig taffe Jungs und taffe Mädels dabei. Der eine oder andere, den muss man vielleicht mal auf die Seite nehmen, muss man sagen, ey komm Junge, es ist jetzt gut mal, es reicht. Das passt dann auch. Und wenn das erreicht ist, habe ich mein Ziel erreicht und meine Aufgabe ist erfüllt. Des Spiels steht der Schnapper zwischen Haupttribüne und Fankurve. Das beste Platz hast du die Fans unter Kontrolle, kannst rüber gucken. Und sobald sich dann irgendwas ergibt, kannst du das dann halt oben in Frank weitergemelden. Und der Schnapper weiß auch schon, wie das Spiel ausgehen wird. 1-0 für Saarbrücken. Noch ist alles friedlich, aber dann knallt's. Alter! Böller. Da vorne runtergang. Wenn der da ein bisschen herflieht, oh ei. Es bleibt bei einem Böller, aber es passiert was auf dem Platz. Oh, leck. Das war Slapstick wie letzte Woche. Angriff der Elversberger. Ich kann gar nicht sagen, wie oft er aufs Tor geschossen wurde. Und immer war irgendein Bein oder sonst was dazwischen. Und dann Pfiff des Schiedsrichters Sascha Stegemann. Der hat dann ein Handspiel gesehen von Tobias Jennecke. Und deshalb hat Jennecke rot gesehen und gibt Elfmeter für die SV Elversberg. Jakobsen läuft an und schießt. Und Batz hält. Nachschuss wird auch abgewehrt. Nochmal Nachschuss. Fallrückzieher. Torben Guten macht aus, wenn er es schafft, Bilder im Kopf zu entwickeln bei den Zuhörern. Dass er auf Ballhöhe ist, dass er beschreibt, was jetzt gerade passiert, um auch entsprechende Emotionen bei den Zuhörern zu wecken. Thomas Wollscheid hat schon viele turbulente Zeiten im saarländischen Fußball erlebt. Es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Früher war das im Stadion, fand ich zumindest mal, wesentlich persönlicher, als das heute der Fall ist. Heute wird sehr, sehr vieles reglementiert, wenn du unten an der Seitenlinie vorbeigehst als Reporter, selbst 2 Stunden vorm Spiel. Du musst genau darauf achten, wo kannst du hin, mit wem darfst du reden. Das war früher nicht der Fall. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du als Reporter teilweise an der Außenlinie gestanden und konntest bei Halbzeit Interviews mit Spielern führen. Das wäre heute undenkbar, selbst in der dritten Liga. Wie bereitet man sich eigentlich als Kommentator auf ein solches Spiel vor? Ich war natürlich auf den beiden Pressekonferenzen von beiden Vereinen, habe mit beiden Trainern gesprochen, habe mit beiden Spielern gesprochen. Aber bei diesem Spiel speziell ist es dann wirklich so, dass man auch am Laufstil schon erkennt, welcher Spieler jetzt gerade am Ball ist. Es ist also einfacher als bei anderen Spielen der dritten Liga, wo man die Spieler des Gegners nicht so gut kennt.
Halbzeit. Der erste FC Saarbrücken liegt hinten. Der Spielstand ist jetzt natürlich wirklich nicht ganz optimal. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Je besser die Stimmung ist, umso mehr haben die Leute natürlich auch Lust, hier noch was zu trinken, hinterher ein bisschen zu bleiben. Umso besser sehen natürlich auch die Umsätze aus und umso mehr Spaß macht es auch dem Personal. Das ist jetzt reges Treiben auf jeden Fall. Dürfen wir nicht groß im Weg stehen. Läuft wahrscheinlich wie immer, oder? Bitte? Es läuft wahrscheinlich wie immer, gehe ich davon aus. Ja. Ist jetzt noch alles gut. Gab auch keine komischen Vorkommnisse oder irgendwas. Diesmal nicht. Beim Spiel gegen Mannheim war das mal gerade im Gästeblock. Da hat irgendein Scherzkeks, hat dann in der Männertoilette halt den Feuerwehrbutton gedrückt. Das hat aber halt zur, ja, diese negative Folge, dass auch die Brandschutzrollläden an den Ständen halt einfach runtergehen. Und dann dachten die Mannheimer Fans, wir wollen denen nichts mehr verkaufen. Und in dem Moment kam es dann echt zu Übergrifflichkeiten über die Theke. Ja, das sind halt so die wahren Probleme, sage ich mal. Alles andere, wenn so ein EC-Gerät ausfällt oder so, ja, das kann halt vorkommen. Aber das hat man eigentlich nur mal schnell im Griff. Bei den Elversberger Fans ist die Stimmung gut. Elversberg, Elversberg, Elversberg. Für Virginia Cara läuft ihr erster Tag auch ganz gut. Cool. Stress, ich habe cool. Alkoholfreies. Ja. Das Grillen, das würde ich mir, glaube ich, jetzt nicht zutrauen. Aber ansonsten. Und das Spiel? Nee, ich weiß noch mal, wie viel steht. Ich glaube 3-0 oder so für Elversberg. In der zweiten Halbzeit aufbäumen von Seiten des ersten FC Saarbrücken. Fehlanzeige, da war nichts zu sehen. Da war kein Spieler, der mal die Ärmel hochgekrempelt hat und seinen Kumpels dann gesagt hat, komm, jetzt geben wir mal Gas, jetzt zeigen wir was unseren Zuschauern, die so treu hinter uns stehen. Und jetzt sogar noch das 4-0 durch Kevin Coffey. Das ist eine Demütigung für den ersten FC Saarbrücken heute. Aber Spiel ist beendet. Der SV Elversberg gewinnt beim ersten FC Saarbrücken mit 4-0. Nächstes Jahr geht Thomas Wollscheid mit 65 Jahren in Rente. Und dann? Werde ich mir sicherlich auch noch das ein oder andere Spiel angucken. Mit Sicherheit irgendwo in irgendeinem der Stehblöcke. Aber ich werde vor allen Dingen, und das habe ich fest vor, dorthin gehen, wo mir Fußball am meisten Spaß macht. Und das ist im Amateurbereich und bei der Jugend. Hoffentlich mit vielen, vielen von euch. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und auch ein schönes Restwochenende. So ist doch hohle Witz, oder? In einem Derby ist das so lächerlich. Ja, 4-0. Och, hör auf. Oleg, 4. Ja? 4-0. 4-0, ja. Kurz vor Spielschluss verlässt der Schnapper das Stadion. Er muss jetzt die Abreise der Fans überwachen. Tümmler 2. Die ersten Ultras, 4 Personen, sind jetzt auf dem Parkplatz der Saarlandhalle und gehen zu ihren Fahrzeugen. Ansonsten läuft hier der Abreiseverkehr ganz unproblematisch ab. Herzlich willkommen im Ludwigspark. Die wahre Hölle ist blau-schwarz. Und dann ist der Ludwigspark leer. Sportlich kein guter Tag für den Schnapper. Und auch sonst schwingt bei jedem Spiel etwas Wehmut mit. 30.09. ist für mich definitiv Schluss. Werde aber nach wie vor dann den FC privat gucken gehen mit meiner Kutte. Werde dann auch entweder im Block stehen oder auf der Tribüne und mit den Jungs ein Bier trinken und dann über alte Zeiten labern. Egal ob Ost, ob Süd, ob Nord, ob West, es regiert der FCS. Saarbrücken, Saarbrücken. Saarbrücken, wir werden niemals untergehen.